König Charles III. Hat am Mittwoch im schottischen John O' Groats eine neue Whisky-Destillerie offiziell eröffnet. Laut der Daily Mail zeigte sich der Monarch trotz Regen in bester Laune in der Eightdoors Distillery. Bei dem Besuch in der nördlichsten Whisky-Brennerei auf dem Festland trug der Monarch einen traditionellen schottischen Kilt in Grün mit einer beigefarbenen Tweedjacke und passender Weste. Dazu kombinierte der 74-Jährige eine rot-grün gestreifte Krawatte, grüne Wollsocken und schwarze Lederschuhe. Bilder zeigen den Monarchen gut gelaunt beim Plaudern mit den Mitarbeitern der Destillerie und den Bewohnern des Ortes. Der Scotch Whisky der Eightdoors Distillery ist der erste seit 1837, der in dem Dorf hergestellt wird, heißt es in einem Post des offiziellen Instagram-Accounts der Royal Family. Die Brennerei hat alle während der Produktion verwendeten Edelstahlbehälter von anderen Standorten umgerüstet. Die Abfälle aus dem Destillationsprozess werden gesammelt und in Biogas umgewandelt, heißt es weiter in dem Post. Auch die Brennerei würdigte den royalen Besuch auf Instagram. Wir haben uns gefreut, Seine Majestät, den König, begrüßen zu dürfen, um heute offiziell Eightdoors Distillery zu eröffnen. Es habe viel Freude bereitet, ihm die Geschichte der Brennerei zu erzählen und ihm die Möglichkeit zu geben, unseren Whisky zu probieren und ihm unser Besucherzentrum und unsere Brennerei zu zeigen. Zudem durfte Charles im Lagerhaus ein Fass der Brennerei befüllen.